vielen Dank nochmal an Herrn Nelle auch für die Beantwortung der Fragen und würde dann jetzt zu unserer nächsten Referentin kommen, die die eine von zweien ist, die tatsächlich Bibliothekarin ist. War lange Zeit Direktorin der Bibliothek in Lüneburg, Christensen. Viele von Ihnen haben sicher schon mal einen Vortrag von ihr gehört oder gesehen. Sie ist mittlerweile selbstständig bei Effective Webwork. So, jetzt werde ich von meinem eigenen Timer hier erschlagen. Sie dürfen sich freuen auf einen Vortrag, der in gewohnter Manier sehr konzentriert und pointiert ist. Das weiß Frau Christensen sicher nicht, aber ich habe eine Zeit lang auch Präsentationsschulungen gegeben und einer ihrer Vorträge war für mich ein Beispiel, was Visualisierung noch bedeuten kann, nämlich gar nicht viel, sondern ganz wenig. Und in dem Sinne freue ich mich sehr zu hören, wie Frau Christensen es heute auf den Punkt bringt. Wow, vielen Dank, Frau Albers. Das ist aber eine sehr nette Einführung. Das geht mir runter wie Öl. Erstens die Bibliothekarin, weil ich tatsächlich jetzt neulich mal zu hören bekommen habe, jetzt wo ich auf die andere Seite gewechselt bin, bin ich nicht mehr Bibliothekarin. Das stimmt mit meinem eigenen Selbstverständnis nicht überein. Deswegen freue ich mich sehr, dass ich als Bibliothekarin vorgestellt wurde und auch, dass Ihnen meine Folien gefallen. Ich werde die jetzt einmal. Genau, ich habe Ihnen 5 Thesen für erfolgreiche Strategien für digitale Dienste in Bibliotheken mitgebracht. Und die kommen aus einer sehr langen Beschäftigung von mir mit diesen digitalen Diensten. Ich habe neulich mal gedacht, eigentlich hatte ich gerade Silberhochzeit mit dem Bibliothekswesen. Also ich habe vor 25 Jahren angefangen zu studieren. Und mein erster Job war tatsächlich, einen digitalen Dienst zu entwickeln. Als Hilfskraft habe ich mitgearbeitet an der damaligen ersten Website der Staats- und Unibibliothek in Hamburg. Und war dadurch von Anfang an eigentlich mit dabei. Damals waren digitale Dienste aber eigentlich mehr ein Add-on zu einem Kerngeschäft, was aus gedruckten Büchern und einem wichtigen physischen Ort bestand. Mittlerweile denke ich, dass digitale Dienste ganz klar und noch mehr als bislang in das Zentrum einer Bibliotheksstrategie gehören. Denn der digitale Raum ist in meinen Augen der Dreh- und Angelpunkt von allem. Nicht nur betreffend die Recherche, sondern auch betreffend ganz basaler Funktionen, auch eben dieser Funktionen der Bibliothek als physischer Ort. Wenn Sie einen Gruppenraum buchen, tun Sie das in der Regel über das Web. Wenn Sie heutzutage in Corona-Zeiten einen Bibliotheksbesuch planen zur Abholung von Medien, müssen Sie das teilweise auch mittlerweile über Webseiten von Bibliotheken tun. Also der digitale Raum ist der Ort Nummer 1 im Grunde genommen. Demgegenüber steht aber, dass wir unsere digitalen Dienste immer noch sehr stark orientieren an den gedruckten Beständen, an dem physischen. Das kann man zum Beispiel sehen, wenn man sich unsere Bibliotheksmanagementsysteme anschaut. Die sind sehr auf die Verarbeitung des gedruckten Mediums ausgelegt und auch selbst die neue Generation unserer Bibliothekskataloge, wie hier ein Discovery-System, ist ziemlich stark am Zettelkatalog orientiert, mit den Sucheinstiegen, die es da gibt, mit der Art, wie Metadaten aufbereitet werden und präsentiert werden. Wenn man sich dem gegenüber anguckt, was sozusagen die Konkurrenz macht da draußen, die Informationsanbieter, gar nicht mal unbedingt Google, sondern es gibt darüber hinaus eben noch eine ganze Reihe mehr. Hier Screenshot von Dimensions. Was machen die? Die sind in meinen Augen innovationsfreudiger, die greifen schneller und konsequenter neue Technologien auf. Zum Beispiel, wenn es darum geht, Informationen zu visualisieren, verschiedene Arten von Informationen, Metadaten, Forschungsdaten etc. zusammen aufzubereiten und da einen ganzheitlichen Blick drauf zu haben. Was wir also brauchen in Bibliotheken, sind mehr Wow-Effekte, auch für unsere digitalen Dienste. Die Wow-Effekte sind uns in den letzten Jahren ziemlich leicht gefallen, würde ich sagen. Wir haben in Bibliotheken alle Bau- oder Umbauprojekte gehabt und in diesem Rahmen teilweise sehr spektakuläre neue Orte geschaffen.
Das ist keineswegs eine niedrig hängende Frucht und auch was ganz Großartiges, was wir erreicht haben, hat den Bibliotheken ja viel Aufmerksamkeit beschert. Meine These geht aber weiter, weil ich meine, dass sie eigentlich, diese spektakulären Lernorte, eigentlich nicht die Kernkompetenzen von Bibliothekarinnen und Bibliothekaren herausfordern. Das sind andere. Und das nächste Beispiel ist kein Beispiel für einen Wow-Effekt, aber für einen potenziellen Wow-Effekt. Ich habe Ihnen mitgebracht einen Screenshot von einer Besetzungssuche in einer Hochschulbibliothek für Musik. Hier gibt es ein Tool, mit dem man Musikstücke danach suchen kann, welche Instrumente mitspielen und dann noch einschränken kann nach Gattung, Zeit der Komposition und so weiter und so fort. Das ist ein Beispiel dafür, wie von BibliothekarInnen erstellte Metadaten bestmöglich ausgebeutet werden und wie wir auf dieser Grundlage Dienste schaffen können, die ganz, ganz relevant für eine lokale Zielgruppe sind. In diesem Fall halt eben die Studierenden und Lehrenden in der Musikwissenschaft. Es gibt natürlich optisch noch ganz viel Luft nach oben bei diesem Tool, das ist gar keine Frage, aber ich möchte damit zeigen, in welche Richtung ich denke, dass man gehen könnte bei den Wow-Projekten im digitalen Bereich. Digitale Dienste brauchen in meinen Augen aber auch neue Formen der Zusammenarbeit. In den ersten Jahren mit dem Internet gab es noch ganz wenig zu kaufen. Da gab es keine Tools für Raumbuchung oder keine Link-Resolver oder es gab auch keine Content-Management-Systeme. Ich mache ähnlich wie Herr Nelle, Sie merken es auch einen historischen Rückblick, aber es fängt nicht bei Gutenberg an, meiner fängt ungefähr 1995 an. Damals gab es hauptsächlich immer Projektgelder dafür, um was Neues zu machen. Und durch diese Projektgelder kamen neue Personengruppen in die Bibliotheken, Softwareentwicklerinnen und Softwareentwickler, die dann im Eigenbau Sachen gemacht haben. Das große Backbone, das Rückgrat dessen, was wir in Bibliotheken machen, erwerben, erschließen, präsentieren, wird aber über Bibliotheksmanagementsysteme abgearbeitet. Diese Bibliotheksmanagementsysteme gibt es schon seit 40 Jahren, keine Ahnung, noch länger. Gibt es auch nicht mehr in regionaler Form. Das ist ein Markt der ganz großen Player, wo sich in den letzten 20, 30 Jahren immer mehr konsolidiert hat. Es gibt kaum mehr lokale, kleine Firmen, sondern die ganze Sache ist fest in der Hand von einigen wenigen großen Dienstleistern. Hier jetzt im Beispiel von OCLC mal visualisiert. Was es daneben aber gibt, und das ist das Neue und das Wichtige zum Angucken, ist, dass es einen Marktplatz rund um die Open-Source-Software gibt, die sich ausgebildet hat für ganz viele Anwendungsbereiche, Discovery-Systeme, Repositories, meinethalben auch Gruppenraumbuchungssysteme oder was auch immer, zum Teil auch sogar als Bibliotheksmanagementsystem, Stichwort Folio, vielleicht jetzt nicht hier im virtuellen Nordrhein-Westfalen, aber nichtsdestoweniger wichtig zu begucken. Um diese Open-Source-Software haben sich aber in den letzten Jahren und Jahrzehnten große Anwendungs- und Entwicklungsverbände gebildet, in denen Menschen aus Bibliotheken zusammen daran arbeiten, diese Software immer besser zu machen. Und es gibt eine ganz erfreuliche und große Anzahl und Vielfalt an Dienstleistern, die dabei helfen, diese Open-Source-Software zu implementieren, anzupassen, weiterzuentwickeln, was auch immer. Für die Weiterentwicklung der Open-Source-Software gibt es ganz viele Tools. Schon vor Corona wurde da ganz viel elektronisch zusammengearbeitet mit Ticketsystemen, Kommunikationstools wie Slack oder gemeinsam entwickelten Zielsetzungspapieren. Diese Art, sich gemeinsam über Ziele abzustimmen, gemeinsam an Software zu arbeiten, hat ganz vielen Menschen, die aus einzelnen Bibliotheken kommen und an solchen Kooperationsprojekten mitarbeiten, es ermöglicht, den Blick sehr weit über den Tellerrand der eigenen Einrichtung, diesen Blick auszuweiten. Und viele haben davon sehr deutlich profitiert, denke ich. Digitale Dienste fordern uns aber auch dazu auf, Selbstreflexion und Empathie walten zu lassen.
Digitale Dienste brauchen in meinen Augen auch ein Stück weit einen Blick nach innen. Und was ist da innen? Es gibt ein paar Tugenden von Bibliothekarinnen und Bibliothekaren, die für digitale Dienste durchaus auch hinderlich sein können. Der Perfektionismus ist da an allererster Stelle zu setzen. Ich habe zwar eben die Erschließungsarbeit gelobt und glaube auch, dass das Fund ist, mit dem wir wahrscheinlich am meisten wuchern können. Nichtsdestoweniger ist es aber so, dass man, wenn man beispielsweise ein Discovery-System entwickelt, oft sehr lange aushalten muss, dass diese gute Erschließungsarbeit gar nicht so gut dargestellt wird oder nicht so gut rüberkommt in der neuen Umgebung, wie man sich das wünschen würde. Man muss also lernen, diesen Unperfektionismus auszuhalten, und man muss vielleicht auch ein bisschen was vom eigenen missionarischen Eifer fallen lassen oder den eigenen Vorstellungen davon, wie lange es dauern kann, wenn ich von einem Nachweis zu einem PDF-Volltext komme. Denn wir haben auf der anderen Seite unsere Nutzerinnen und Nutzer, die sagen, ach, für mich ist relevant, was gerade da ist. Ich möchte ohnehin nur ein PDF. Ich möchte relativ schnell an einen Weg, an dieses PDF kommen, und lange Klickwege sind für mich ohnehin inakzeptabel. Deswegen ist es sehr wichtig, dass ich in den letzten Jahren immer mehr Techniken herausgebildet haben und auch vom Berufsstand aufgenommen worden sind, wie man zuhört, wie man Nutzerinnen und Nutzern zuhört. Hier ein Beispiel von einer Aktion aus der Stabi Berlin, Stabi 2030, optisch sehr schön aufbereitet, finde ich ein super Beispiel für gute Visualisierung. Ist aber eben was man erst lernen muss. Zuhören einerseits, aufbereiten und das Erlernte dann auch anwenden, auch wenn es vielleicht gegen den ein oder anderen Bestandteil des bibliothekarischen Berufsethos sprechen mag. So, und wir kommen schon zu meiner letzten These. Digitale Dienste treiben Veränderungen in der Organisation und Kultur von Bibliotheken an. Was meine ich konkret damit? Ich gucke auch einmal zurück. Die Älteren von Ihnen erinnern sich vielleicht noch an den BICS, der Bibliotheksindex. Damit wurde ein paar Jahre lang, von Anfang der Nuller bis vor so 5, 6 Jahren, der Erfolg von Bibliotheken gemessen. Und zu den Erfolgsdimensionen gehörte beispielsweise, wie viele Projektmittel wirbt eine Bibliothek ein und wie viel ihres Personals arbeitet im Bereich der elektronischen Angebote. Diese beiden Sachen will ich einmal mit Ihnen noch genauer angucken. Wir hatten es in den letzten 20 Jahren oft damit zu tun, dass digitale Dienste im Rahmen von Projekten entwickelt wurden und damit eben eher am Rande der Bibliothek verortet waren. Ich meine, dass diese digitalen Dienste mehr in das Zentrum gehören, dass wir nicht über Projekte reden sollten, sondern über Produkte sprechen und damit eben die digitalen Dienste noch mehr in das Zentrum rücken sollten. Das bedeutet aber auch, dass Personalrekrutierung und Entwicklung wichtiger sind denn je. Das ist heute auch, da bin ich noch nicht die Erste, die das anspricht, das kam eben schon vor, bei Frau Hermann-Krotz, glaube ich, und ich glaube, bei Herrn Nelle habe ich es auch durchgehört. Wir müssen diesem Thema einfach viel Aufmerksamkeit widmen, Leute zu finden, die diese Wege mitgehen. Wir hören gleich, da bin ich gespannt drauf, von den Data Librarians, auf die, glaube ich, zu Recht ganz viele Leute setzen und auf die gewartet wird in Bibliotheken. Wenn wir sie denn haben, hört das Denken aber nicht auf, weil man, glaube ich, auch nochmal darüber nachdenken muss, wo man das IT-Wissen in einer Bibliothek dann verortet. Klassischerweise, so wie links zu sehen, hat man ja eine IT-Abteilung irgendwie nebendran, die für all das zuständig ist. Und ich möchte anregen, einfach mal darüber nachzudenken, wie es wäre oder welche Möglichkeiten es gibt, das IT-Wissen mehr in die Breite zu bringen, mehr in den einzelnen Fachabteilungen der Bibliothek zu verorten. Ja, und das bedeutet in der Zusammenfassung, es gibt ganz viele neue Bedingungen für die Arbeit in Bibliotheken. Es gibt das neue Informationsverhalten der verschiedenen Zielgruppen. Es gibt eine veränderte DNA des Personals, also angefangen mit den Menschen, die Software entwickeln, bis hin zu jetzt, keine Ahnung, Social Media Managern und was auch immer. Es gibt neue Formen des Arbeitens, auch schon vor Corona. Und das bedeutet,
glaube ich auch, dass man nochmal neu darüber nachdenken muss, was bedeutet Führung in Bibliotheken, was soll das sein und wie erklärt man sich dazu. Vielleicht kommen wir auf den einen oder anderen Punkt heute noch zu sprechen. Erstmal schönen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank. Auch super in der Zeit. Wir haben noch Zeit für Diskussionen. Es gab in der Zeit eine Diskussion im Chat, die auch mich so ein bisschen interessiert hat. Und zwar ging es da ein bisschen um den Menschenbibliothekar, also mit all dem, was man von ihm fordert. Und da halt war zum einen in der Diskussion eben die Kooperation eben mit IT und die gleiche Sprache zu finden, dass es von beiden Seiten irgendwie schwierig ist. Das war auch so ein bisschen, was ich gedacht habe. Sie haben gesagt, Bibliotheken sollen Wow-Effekt haben. Ich habe jetzt auch lange Zeit Bibliothekare unterrichtet und hier sitzen ganz viele. Ich möchte da gar nichts gegen sagen, aber sie sind oft nicht so Menschen für den Wow-Effekt, sondern eben für diese 100% und eben dieses Gefühl für mehr Show und also wie meinen Sie, dass das möglich ist, dass da ein Umdenken stattfindet, was ich, wie gesagt, schon also bei den Studierenden schon erlebt habe, die bei mir im Büro sitzen und sagen, aber ich will doch nur in der Kammer sitzen und Formalerschließung machen. Also wie kann man das schaffen? Das ist eine gute Frage, über die zerbrechen sich, glaube ich, ganz viele Leute den Kopf. Und ich glaube, ich habe ja gesagt, einerseits braucht man die Leute, die so gut erschließen können und die auch Bock haben auf die Kammer und das Nachdenken über die Metadaten. Ich glaube aber echt, dass wir gucken müssen, dass wir mehr andere Leute in Bibliotheken haben, die gar nicht bibliothekarisch sozialisiert sind und die dann, das ist jetzt das Wichtige, nicht nachträglich noch bibliothekarisch sozialisieren. Das ist nämlich mit ganzen Generationen von Leuten passiert, die so Ende der 90er Jahre, Anfang des neuen Jahrtausends in Bibliotheken gekommen sind. Die durften dann alle bleiben, aber bitte nur, wenn sie sich nachher noch 2 Jahre mit einem Master weitergebildet haben und auch diese Deformation professionell mitgekriegt haben. Das finde ich ist falsch. Ich bin gerne Bibliothekarin. Ich glaube total daran, an diesen Beruf und was und auch an die Kompetenzen dieses Berufes. Aber ich glaube, dass wir diese Herausforderungen nur meistern können, wenn wir das zusammen machen in der Diversität mit verschiedenen Leuten. Ja, Frau Georgi, Sie schreiben gerade, trotzdem müssen Sie die Sprache der Bibliotheken beherrschen. Ja, das kriegen wir denen schon beigepult. Das ist ja das, was wir gerne auch in Informationskompetenzveranstaltungen machen. Da ist es wichtig, den Unterschied zwischen Stichwort und Schlagwort erklären. Ja, das ist wichtig, aber das ist nicht das Einzige. Ich finde, das Wichtigere wäre die Haltung. Also das Unperfekte aushalten zu können, auszuprobieren. Also das ist ja so ein Spirit, den man auch bei ZB Med mitbekommt, dass es da eine Kultur gibt, Sachen auszuprobieren. Ihr habt doch so Programmiernachmittage und solche Späße. Also sowas halte ich für wichtiger als die Frage nach der formalen Qualifikation, was im öffentlichen Dienst immer noch mal ein anderes Thema ist, und das weiß ich wohl auch. Das war auch, Moment, ich muss das kurz mal durchsehen. Hier ist eben der Einwand, dass eben die Berufsgruppe das eben sehr unterschiedlich ist, das Berufsfeld. Und es war eben auch noch, dass es eine Frage der Kultur ist. Also gibt es wirklich eine bibliothekarische Kultur, die, sagen wir mal, einer IT-Kultur sich ausschließt? Also ich bin mir da immer gar nicht so sicher, wo ist eigentlich der Konflikt? Also wo sehen Sie die Hauptkonflikte in der Kommunikation? So, ich passe noch auf den Punkt. Gerade mit IT. Und ich meine, ich arbeite jetzt in meinem neuen Job umso mehr ganz viel und ausschließlich mit Softwareentwicklern zusammen, und da gibt es auch haufenweise kulturelle Unterschiede. Ich glaube, der Witz ist, dass man offen dafür sein muss und entspannt dabei, wenn man sich halt irgendwie mal nicht versteht und sich vor allen Dingen trauen muss, Sachen nicht zu verstehen. Ich glaube, ich verliere gerade den Faden, aber ich glaube, es geht um eine Offenheit und das anzuerkennen, dass man Sachen, dass beide Seiten Sachen total gut können. Bibliothekarinnen können echt gut Wissen organisieren. Diese nachhaltigen Strukturen, die wir über Jahrzehnte aufgebaut haben, GND, Pipapo, das ist der Hammer, und das hat niemand außer uns.
Da können wir zu Recht, da kann der Berufsstand zu Recht ganz stolz darauf sein. Aber die Softwareentwickler können halt auch was und die sind auch zu Recht irgendwie in ihrer Welt, aber man muss halt irgendwie versuchen, miteinander zu reden. Vielleicht ist es die Krux bei den Personengruppen Bibliothekarinnen und Softwareentwickler, dass es irgendwie schwierig ist oder dass man es erst einüben muss. Keine Ahnung. Es ist aber was, was sich lohnt. Und also ich kann Bibliothekarinnen nur sagen, es lohnt sich auch immer wieder nachzufragen und sich nicht zu blöd zu sein, wenn man was nicht verstanden hat. Ja, was das? Hier kommt noch ein Kommentar, das ist auch so ein bisschen meine Erfahrung. Die Frage ist immer, wo liegt der Fehler, wenn was nicht funktioniert? Ich finde, das ist das, wo es dann ganz schwer deutlich ist. Hierbei meine Erfahrung ist, dass oft Baueffekte kommen, wenn Grundsätze der IT richtig und einwandfrei funktionieren würden. Das kenne ich auch aus der Erfahrung so ein bisschen, dass wenn die Daten dann nicht drin sind, ist es ein Problem der IT oder ist es ein Problem der Bibliothekar? Also das eben auch, hier kam auch was, Fehler zuzulassen. Ich glaube, dass das eine schwierige Sache ist. Ja, es ist schwierig, weil zum Beispiel neue Dienste, Discovery-Systeme machen ganz oft auch offenbar, dass die Erschließung dann vielleicht doch nicht so ganz top ist, wie man gedacht hat, weil nämlich irgendwie irgendwas nicht einheitlich verwendet wird oder doch nicht alle Einträge ein tolles Schlagwort haben und so weiter und so fort. Also da muss man dann aber vielleicht einfach kreativ mit umgehen. Wenn Sie sich wieder angucken, was die Konkurrenz macht, ich habe mal mit dem Macher von Dimensions gesprochen und gesagt, ja, Sie erschließen das alles, Sie vergeben allen Einträgen, allen, weiß nicht, 80 Millionen Datensätze oder was, vergeben die nachträglich automatisch irgendwelche Fächer, die ordnen das automatisch irgendwelchen Fächern zu. Da darf man nicht glauben, dass das richtig ist oder toll ist, was die alle machen. Was dabei rauskommt, das ist einfach eine Sache von aushalten, dass es das nicht ist und dann fleißig an den letzten 20% zu arbeiten oder eine Haltung dazu zu haben, wie man damit umgeht, wenn die letzten 20% dann halt eben nicht stimmen. Da schließe ich mich mit ein, dass das eine Aufgabe ist. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen auch für die Fragen und für den Vortrag, der auch in Kommentaren sehr gelobt wurde.